Herzlich willkommen bei schnellermachen.com. Heute zeigen wir euch, wie man den Xiaomi 1S Pro 2 Mi 3 Scooter und auch 4 Pro tunen kann. Und zwar mit diesem Tuning-Chip von uns, mit der neuen Version, kompatibel mit den aktuellen Firmware-Updates. Wir zeigen euch, wie man den heute bei eurem Scooter einfach einbauen kann. So, das erste, was ihr einmal machen müsst, sind hier diese 4 Lenkerschrauben lösen. Das sind respektive 2 auf dieser Seite und 2 auf dieser Seite. Dann könnt ihr nämlich den Lenker einfach einmal abheben. Nur nochmal zur Info, das hier ist ein Xiaomi 1S, aber das funktioniert, wie gesagt, natürlich auch mit dem neuen Mi 3, eben auch mit dem 4 Pro und auch mit dem klassischen Pro, also der Pro 2 Variante mit Straßenzulassung in Deutschland. So, dann könnt ihr hier einmal diese Lenkstange einfach rausnehmen und könnt hier die Steckverbindung, das geht mal etwas schwierig, könnt ihr hier diese Steckverbindung einfach so einmal trennen. Dann schnappen wir uns einmal den Tuning-Chip, der schaut so aus. Und dann nehmt ihr den und verbindet ihn zum Beispiel einmal zuerst hiermit. Müsst gucken, dass eben die Verbindung oder die Steckverbindung richtig aneinander sind. Das ploppt einmal so rein. Und das gleiche natürlich hier auch noch einmal so. Und dann ist es ganz wichtig, hier aufpassen wegen dem Kabel natürlich. Dann könnt ihr aber hier den Chip sehr schön einfach in der Lenkstange verstauen. Noch einmal so und dann könnt ihr das Ganze so und dann könnt ihr den Lenker wieder draufsetzen, einfach einmal so und jetzt einmal hier die Schrauben festdrehen. So, wenn ihr den Scooter jetzt einmal ganz normal anschaltet und eben achtmal hier auf den Knopf drückt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, landet ihr hier im Eco-Modus bzw. Walking-Modus, dann hört ihr einmal kurz diese Bestätigung, dann flackert dieses Licht einmal und dann könnt ihr in den Sportmodus und wenn ihr den Scooter jetzt einmal anschiebt, dann seht ihr, die Kiste rennt 33 km/h, ihr hört das auch hier, der läuft auf jeden Fall. Und je nach Firmware-Version, ihr habt es eben gerade vielleicht schon gehört, habt ihr sogar einen funktionierenden Tempomat manchmal mit dabei. Das ist aber manchmal ein bisschen abhängig davon, welche Firmware-Version das ist. Dann funktioniert es aber tatsächlich manchmal, dass wenn ihr das eben für über 5 Sekunden so in der gleichen Position haltet, dass ihr sogar ein Tempomat aktiviert habt. So, was aber jetzt wichtig ist, ihr schaltet das Ganze einmal aus und schaltet den Scooter danach wieder ganz normal an. Und schon seht ihr, das Ding wird jetzt nur noch knapp 20 km/h fahren, wenn ihr es einmal anstoßt. Genau, da seht ihr es. Der Scooter fährt jetzt nur noch 23 km/h. Das heißt, ihr seht, das Tuning war auf jeden Fall erfolgreich. So, das war's mit dem Tuning für den Xiaomi 1S bzw. auch Pro 2, Mi 3 und 4 Pro. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann gerne ab damit in die Kommentarsektion. Auf der Webseite findet ihr einen großen WhatsApp-Button. Da könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren zu E-Bike und E-Scooter-Tuning, allen unterschiedlichen verschiedenen Modellen. Wie gesagt, Links unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.